Irma Blank, ein Stolperstein aus Nordheim. Irma Blank wurde als Tochter der Eheleute Isaak und Lina Bacharach am 31. August 1913 in Nordheim geboren. Sie wohnte mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Johanna im Haus Bahnhofstraße 5, an dessen Stelle heute das Nordheimer Amtsgericht steht. Ihre Mutter Lina starb 1938. Ihr Grab befindet sich allerdings nicht auf dem jüdischen Friedhof in Nordheim. Irma heiratete 1936 den Angestellten Albert Blank aus Horn. Das Ehepaar rettete sich 1938 durch Emigration nach Argentinien. Isaak Bacharach wurde am 15. Dezember von Hannover aus deportiert. An Isaak Bacharach und seine durch Emigration gerettete Tochter Irma erinnern zwei Stolpersteine vor dem Nordheimer Amtsgericht. Jeder Besucher muss sie passieren. Vielen herzlichen Dank an Herrn Hansara, dem Initiator der Stolpersteine in Nordheim, der mir für dieses Projekt Texte zur Verfügung gestellt hat.